Ach, da seid ihr ja schon. Moin zusammen und herzlich willkommen bei Endless Camping. Wir wollen in den Pfingsturlaub, Kurzurlaub, an die Nordsee nach Tönning. Ich verlade jetzt noch schnell die restlichen Sachen hier. Und dann geht's los. Wenn ihr genauso viel Bock habt wie wir, dann bleibt gerne dran. Nach dem Intro fahren wir los. Viel Spaß! Ja, wie eben gesagt, Leute, angekuppelt, startklar. Und ich halte euch so ein bisschen auf dem Laufenden von der Fahrt. Und wir düsen jetzt los. Ist geiles Wetter. Wie sagt man so schön? Kaiserwetter. Vielleicht ist es ja an der Nordsee auch schön. Mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal los. Müssen noch durch den Elbtunnel. Mal sehen, was da stautechnisch los ist. Schauen wir mal. Ja, viel haben wir noch nicht geschafft, Leute. Wir sind hier vor Hamburg, vor dem Elbtunnel und da könnt ihr mal gucken. Sieht nicht geil aus, aber wir halten uns tapfer, geben ordentlich Gas, sofern es uns möglich ist und schauen wir mal. Ja, könnt ihr das sehen da? Wir haben freie Bahn mit Marzipan durch den Elbtunnel. Aber gut eine Stunde hat uns das gekostet ungefähr. Wir sind jetzt auf der. Das ist die A23, nee, A21 glaube ich. A23 oder A21. Also eine von denen schon Richtung Heide und haben jetzt noch gut eine halbe Stunde zu fahren. Also schon gleich da. Richtig geil. Hier hinten, die sind auch am Start. Und 22 Minuten, die Quengel Kids mit am Start. Naja, wir sind gleich da und da wird gegrillt oder so. Geil. So, wir sind endlich angekommen. Schön, ich freue mich richtig. Geil. Jetzt wird eingecheckt. Ich nehme euch mal mit. Wir gehen mal Richtung Rezeption. Da müssen wir hier lang. Können wir schon mal einen kurzen Blick hier rüber erhaschen. Und gucken, ob im Auto kommt keins. Ich nehme euch jetzt mal mit zur Rezeption. Und dann melden wir uns an. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein schönes, langes Wochenende verbringen. Da geht's rein. So, eingecheckt ist. Das ging komplizierter, unkomplizierter als es ist. Aber wir waren ja auch schon mal da. Aber ich hatte auch online vorgebucht. Und jetzt kommt die Feuerwehr hier vorbei. Geil. Guck mal her. Cool. Also auch ins Video geschafft. Kann auch mal ganz gut bremsen, so ein Feuerwehrauto. Jetzt hat das Wasser unten raus. Ja, nee, ging gut, das Einchecken. Und wir fahren jetzt auf unsere Parzelle und bauen uns auf. So, unser Plätzchen hier, 2,30, wirklich richtig grün. Das heißt, da werden wir definitiv keine Planen oder irgendwie so einen Scheiß unterlegen. Das ist geil. Das freut mich. Ja, Frauchen hat alles im Blick. So, jetzt movern wir ihn rein hier. Wir wollen uns längs einmal so hinstellen, dass man dann und dann das Vorzelt nach vorne hin abbauen. Aufbauen, nicht abbauen. So, der Wohnwagen steht und jetzt wollen wir unser Vorzelt aufbauen. Ah, ist das schön. Also wirklich vom Rasen her wirklich top, muss ich sagen. Richtig top. So, wir haben das Vorzelt jetzt eingezogen und wo heißt es? You get to pump it up, but you know, pump it up. Oder so ähnlich. Einmal aufpumpen ist angesagt. Dazu haben wir ja hier diese Ventile, die muss ich jetzt erstmal zumachen.
drei Stück von den drei Luftschläuchen, die jetzt hier sind. Die sind halt noch vom letzten Urlaub auf. Und hier das letzte auch zu. Und das Ventil zum Aufpumpen ist dann hier drunter. Und hier werde ich das dann jetzt drüber aufpumpen. Ja, so ein normales Ventil wie bei der, wie beim Schlauchboot im Prinzip. Einfach aufziehen. Cool. Ich habe das jetzt aufgepumpt hier. Hier vorne die befestigt, hier hinten jeweils befestigt an der Seite. Und jetzt heißt es nochmal das Zelt komplett auf Spannung bringen. Dann eben diese Abspannleinen machen und eben noch hier die mit den Leiterhaken oder wie die heißen, das noch abspannen. Sturmband kommt hier dann noch an. Sturmsicherung. Ja, freue mich. So, wir haben uns jetzt hier intern, was heißt intern, also hier im Vorzelt, ein bisschen eingerichtet. Ja, wir wollen jetzt grillen gleich, ne? Hier. Das sieht schon ganz köstlich aus. Das wird sich gleich genehmigt. Jetzt gehen wir noch einmal zum Kadak, mein heißgeliebter Kadak. Einmal hier rum und dann schauen wir mal. Da kommt er schon. Ja, ist auch noch an. Ich musste ein bisschen ausweichen nach hier hin, weil der immer vom Wind ausgeblasen wurde. Hier steht das Grillzeug und jetzt heizt er sich gerade auf. Ich muss sagen, dass ich den schon echt lieb gewonnen habe, den Kadak. War eine ganz tolle Sache. Mag ich. Also, jetzt gibt es erstmal ein Bier. Ja, das sieht doch mal ganz was köstlich aus. Auf einen schönen Urlaub, auf euch. Oh, wie das leuchtet hier in der Sonne. Geil. Boah, richtig geil. Auf euch, auf uns. Prost. Das perlt. Ja, jetzt zum Abend hin. Lecker gegessen, gegrillt. Schön voll gefressen. Oh. Ein, zwei Bier getrunken. Wollen wir den Abend jetzt mal schön ausklingen lassen. Hier. Oh, es hat sich auch etwas beruhigt vom Wind. Ist tatsächlich nicht mehr ganz so windig. Wir haben alles aufgebaut. Da vorne ist ja unser Platz. Und ja, wir lassen jetzt ganz schön den Abend ausklingen hier am Platz. Freuen uns, dass wir hier sind. Ach, herrlich. Endlich wieder unterwegs. Ich sage euch das. Das fehlt, wenn man lange Zeit nicht war. Das fehlt wirklich. Irgendwie ist das drin, das Campen. Ne? Einmal Camper, immer Camper. Oder wie sagt man so schön? Egal. Ich werde jetzt noch ein Bier trinken. Auf euch und auf uns. Und dann geht es auch schon bald ins Bett. Morgen wollen wir mal wahrscheinlich Richtung Büsum. Büsum unsicher machen. Noch ein, zwei Fischbrötchen wegnaschen. Ja. Und das einfach mal auf uns zukommen lassen. Also wir machen ganz entspannt. Dann macht's erstmal gut. Ich wünsche euch alles Gute und bis morgen. Ciao.